Okay, also dann haben wir ja eigentlich jetzt alles geklärt, oder? Ja, genau. Dann schick mir doch einfach die Infos per Messenger oder so. Dann würde ich sie dir per WhatsApp schicken, okay? Ach nee, lieber nicht bei WhatsApp. Die hören doch da alles mit. Also nimm mal was anderes lieber. Stimmt es wirklich? Liest WhatsApp alle Nachrichten mit? Über Messenger gibt es ja ziemlich viele Gerüchte und Infos. Heute schauen wir uns mal an, was davon stimmt und welcher Messenger wirklich der sicherste ist. Messenger-Dienste gibt es mittlerweile ja echt viele. Hier unten könnt ihr schon mal sehen, welche wir uns in diesem Vergleich genauer angeschaut haben. Die haben sehr, sehr ähnliche Funktionen. Man kann überall mit anderen Leuten schreiben, Fotos, Videos verschicken. Ganz oft sind bei Messengern auch Videocalls möglich. Einige bieten auch eine sogenannte Broadcast-Funktion an oder zum Beispiel Standorte zu teilen und zu verschicken. Ihr seht in der Tabelle auch schon, dass WhatsApp der älteste der Messenger-Dienste ist und dass bis auf Threema alle Messenger, die wir uns anschauen, heute kostenlos sind. Kommen wir jetzt aber zur wichtigsten Frage: Wie sicher sind diese Messenger und kann da wirklich jemand meine Nachrichten mitlesen? Kurz gesagt, nein, können sie nicht, denn bei fast allen Messengern sind deine Nachrichten komplett Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, wenn du eine Nachricht auf deinem Smartphone losschickst, dann kommt sie irgendwann bei einem anderen Smartphone idealerweise an und dazwischen liegen die Server der Apps. Sind sie Ende zu Ende verschlüsselt, werden die Nachrichten auf deinem Smartphone verschlüsselt und erst wieder auf dem Smartphone von der Person, die die Nachricht empfängt, entschlüsselt. Wie gesagt, ist es bei fast allen so. Bei Telegram gilt es nämlich nur für die geheimen Chats. Die Cloud-Chats können theoretisch auf den Servern von Telegram entschlüsselt werden. Also können die Messenger-Dienste deine Nachrichten nicht mitlesen aufgrund dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Jedenfalls gehen sie das an. Wer da wirklich ganz sicher sein will, der kann im Quellcode der Apps nachschauen. Der Quellcode, der zeigt, wenn man die richtigen Skills hat, ganz genau, wozu die App programmiert wurde. Und manche Unternehmen, die legen den Quellcode offen, zum Beispiel Signal und Threema. Da kann man also nachlesen, sind die Nachrichten wirklich Ende zu Ende verschlüsselt. Auch Telegram legt große Teile ihres Quellcodes offen, aber nicht die Teile, die ihre Server betreffen. Ja, und WhatsApp, die zeigen gar nichts von ihrem Quellcode. Da kann man es also nicht nachprüfen. Fairerweise muss man aber sagen, dass WhatsApp das vielleicht einfach nur nicht macht, weil sie sagen, hey, damit schützen wir uns auch davor, dass unser Quellcode kopiert wird und jemand ein WhatsApp 2 nachbaut. Schauen wir uns mal noch einen weiteren Punkt an, der in Bezug auf Messenger sehr interessant sein kann und für den besonders WhatsApp immer wieder in der Kritik steht, und zwar sogenannte Metadaten. Einfach erklärt sind Metadaten Daten über Daten. Denn deine Daten, das sind die Nachrichten, die du hin und her schreibst, die sind ja verschlüsselt. Das heißt, die können die Messenger eigentlich nicht benutzen. Aber Informationen über diese Daten schon. Das klingt jetzt ziemlich verwirrend, deswegen erkläre ich es mal so. Wenn du mit deinem Schwarm schreibst, dann kann WhatsApp zwar nicht einsehen, was ihr genau schreibt, aber eben schon sehen, wann ihr schreibt, wie viel ihr schreibt und vielleicht auch von wo aus ihr schreibt. Das sind ziemlich viele Infos und so kann man zum Beispiel rausfinden, in welcher Beziehung man zu welchen Personen steht. Diese Daten sammelt WhatsApp und gibt die an den Mutterkonzern Meta weiter. Und Meta wiederum verwendet solche Infos für die eigenen Zwecke. Denn je mehr Infos Meta über dich hat, desto besser kann man mit dir einfach Geld verdienen. Signal und Threema sammeln gar keine Metadaten und bei Telegram ist es ziemlich unklar, wie übrigens einiges bei Telegram. Ich würde deswegen sagen, dass eigentlich nur Signal und Threema diesen Sicherheitsaspekt in Bezug auf Metadaten bestehen, WhatsApp und Telegram durchfallen. Unser nächster großer Punkt ist Accounts und Zugriffe. Was muss ich denn angeben, wenn ich mir einen Account bei den Messengern anlegen möchte? Und bei Signal, WhatsApp und Telegram ist es meine Telefonnummer. Das sind schon an sich ganz schön viele Infos. Wenn ich jetzt mit jemandem schreiben möchte, muss ich ja irgendwie den Kontakt von diesen Leuten auch finden. Signal greift dazu auf das Telefonbuch zu, aber nur auf die Telefonnummern, die auch schon Signal nutzen. Und WhatsApp und Telegram machen das ein bisschen anders und überschreiten damit für viele Menschen eine Grenze. Denn sie schauen sich alle deine Telefonnummern im Telefonbuch an und damit auch die Nummern von den Leuten, die die Apps gar nicht nutzen und vielleicht gar nicht möchten, dass ihre Telefonnummer in irgendeiner Form bei diesen großen Konzernen landet. Dafür steht insbesondere WhatsApp, aber auch Telegram in der Kritik und da muss ich sagen, absolut zu Recht. Threema löst das Account-Thema am sichersten für dich, denn hier bekommst du eine Threema-ID zugewiesen, mit der du dich mit anderen Threema-Nutzenden verknüpfen kannst. Das heißt, du musst dir überhaupt keine personenbezogenen und damit auch privaten Daten angeben und kannst trotzdem mit anderen Leuten chatten. Wer gut aufgepasst hat, hat bemerkt, ja, Threema und Signal sind die sichersten Messenger-Dienste. Aber so ein Messenger macht ja irgendwie erst richtig Sinn, wenn man da wirklich mit Freunden und Familie schreiben kann. Und genau das bieten uns diese beiden Messenger vielleicht noch nicht so, wie wir es uns wünschen würden.
Laut einer Studie von ARD und ZDF aus dem Jahr 2021 nutzen 81% der Deutschen WhatsApp mehrmals in der Woche und bei Signal sind es 6%, bei Threema gerade mal 3%. Doch während wir in Bezug auf Sicherheitseinstellungen natürlich an den Apps rummäkeln können, liegt die Nutzung ja an uns. Wir können uns jeden Tag entscheiden, was uns beim Chatten wichtig ist und so die entsprechende App wählen. Und so könnten sich natürlich auch ganz schnell die Nutzendenanzahlen verändern. Was sagst du dazu? Willst du nach den Infos aus diesem Video deine aktuell genutzte Messenger-App löschen und dir eine neue suchen? Schreib's uns gerne in die Kommentare und lass auch gerne ein Abo da.